Hallo und willkommen zurück bei einem neuen Video von Elden Ring. Ich bin hier gerade auf vom Drachen verbrannten Ruinen, stehe ich gerade mitten im Wasser. Ich habe hier noch gar nicht so wirklich erkundet und ich mache das jetzt mal. So, hier startet man, hier kommt der Drache. Ne, hier kommt der Drache. Der kleine Insel da. Und habe gerade entdeckt, dass hier ganz viele von diesen Giftmonstern stehen und die ein Objekt bewachen. Gucken wir mal, ob sich das lohnt. Ja, bestimmt vergiftet, aber das ist nicht so schlimm. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Wenn ihr es vermeiden wollt, braucht ihr einfach nur Geduld. Zack, wieder welche weg. Was seid ihr dran? Wieder zwei weg. Jetzt beeilt, kriegt die Welt noch weg. So, easy. Weißes Fleisch und Giftblüte. So, was ist das für ein Objekt? Adernblatt. Ah. Schon oft hatte ich das, wo ich dachte, cool, jetzt gibt es irgendwas Interessanteres. Und dann ist es ein Adernblatt. Es ist etwas seltener. Ich weiß auch nicht direkt, für was man es braucht. Aber wenn es seltener ist, ist es auch nützlicher. Da gehe ich fest von aus. Zack. Gibt es hier noch etwas? Sieht nicht so aus. Ist das hier ein Eingang? Nein. Wir gehen zurück zu den Ruinen. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Nein, Krabbe, böse Krabbe. Geh weg. Erkunden wir mal die Ruinen. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch gar nicht erkundet habe. Oh, schade, ich dachte, hier finde ich was. Naja. Hier liegt tatsächlich noch etwas. Ein Steinschwertschlüssel, das ist nützlich. Das sind Hunde, die nerven. Ich wollte doch mal eine andere Waffe benutzen, habe ich mal in einem Video gesagt. Das mache ich doch glatt. Das war so einen coolen Hammer. Oh yes. Wer redet hier? Pflanzen gibt's hier noch. Was macht der denn? In der Mitte hier lag ein... Wo lag das? Hier lag das, bei der Leiche liegt eine Goldrune. Oh, schade, ich dachte, ich kann mal backsteppen mit dem Hammer. Wie schnell ist der mit einer Hand? Ich habe ihn jetzt natürlich nicht upgegradet, deswegen ist er noch schwach auf der Brust. Oh, nice. Das ist cool. Oh, geil. Sieht cool aus mit dem Hammer. Eine Schatztruhe. Hey, hey, hey. Oh. Ich wusste, dass das passiert. Kann ich gleich noch nutzen. Das ist wieder mal ein wenig random, das Video ist egal. Helfen kann ich helfen. Die Transportfalle hat nämlich etwas Übles an sich. Die setzen euch in einem Gebiet aus, wo ihr euch, glaube ich, nicht zurückteleportieren könnt. Ja, genau, weil ihr in einem Tunnel seid. Die Gegner sind aber auch sehr stark. Besonders am Anfang, wenn man hier aus Versehen reintritt. Mal gucken, wie meine Chancen jetzt aussehen. Ja, nicht so gut. Lass mich in Ruhe. Das sind Marker, die wollte ich auch nicht. Also ihr startet hier drin. Lass mich raus. Ihr rennt nach rechts. Ihr ignoriert alle Gegner, wenn ihr wieder raus wollt. Lasst die einfach alle in Ruhe. Und rennt hier nach links. Und hier unten hat man eine Leiter. Man kann runterspringen, ist egal. Und hier habt ihr eure Gnade. Ah ne, die bringt euch ja gar nichts. Hier kommt ja mit der Gnade nicht raus. Hier. Ihr kommt, sondern hier kommt ihr nämlich raus. Und jetzt könnt ihr euch wieder teleportieren. Ihr seid jetzt hier oben rechts auf der Karte. Ja. Von hier aus geht's wieder zurück. So. Das ist alles, was ich euch eigentlich zur Ruine zeigen kann. Ne, es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas. Bin ich wieder bei der Ruine im Wasser. Der Drache ist bei mir natürlich, er ist jetzt schon tot halt. Lass mich in Ruhe. Ich will einen Backstep damit mal sehen. Oh ne, er ist mit einem aufgeladenen schweren Angriff nicht tot. Ach, da guckt sie mir. Okay, den kennt man ja. Cool. Habe ich auch gesehen. Hier trefft ihr auf den Drachen, klar. Und links hier unten, unter der Ruine, gibt es einen Gegner und ein Loot. Das wird von dem Gegner bewacht. Bam. Ah. Und hier gibt es einen Eingang zu einer wirklich wichtigen Katakomben. Dazu habe ich aber auch ein Video gemacht. Das werde ich wahrscheinlich oben rechts einblenden jetzt. Ja. Und da kommt eine Krabbe raus. Das wollen wir nicht. Jetzt kann ich es aber beenden. Das habe ich, glaube ich, alles Wichtige gezeigt hier von der Ruine. Wenn nicht, dann schreibt mir in den Kommentaren, dass ich irgendwas verpasst habe. Das würde mich schon interessieren. Aber das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo da. Lasst generell ein bisschen Liebe vom Kanal da und haut rein. Tschüss!